Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Die Atlantikschlacht. Auch in England nennt man sie Battle of the Atlantic. Doch es ist mehr als nur eine Schlacht. Ein mörderischer Krieg. Mehr als 5 Jahre. Um die Seeherrschaft im Atlantik, um die Lebensadern Englands, um den Ausgang des ganzen Zweiten Weltkriegs. Willkommen, liebe Zuschauer. Für Hitlers Propaganda war es der attraktivste Kriegsschauplatz. Denn nirgends sonst ließ sich Triumph und Heldentat effektvoller in Szene setzen als in der Atlantikschlacht. Der Seekrieg nährte eine Illusion, die Meer von ritterlichen, sauberen Kämpfen. Während Wochenschauen von den Landfronten zerstörte Ortschaften und Leichen zeigten, blieben auf den Wogen des Atlantik nur die Sieger obenauf. Verlierer hatte längst die See geschluckt. Natürlich war das Bild der Propaganda falsch. Der Seekrieg war mitunter grausamer als alles, was an Land geschah. Und auch strategisch war er viel entscheidender, als dies der Landsoldat des Ersten Weltkriegs, Hitler, zu erkennen glaubte. Die Geschichte der Atlantikschlacht, so wie sie wirklich war. Am Anfang müssen beide Seiten bittere Niederlagen einstecken. In der Mündung des Rio de la Plata explodiert das deutsche Panzerschiff Admiral Graf Spee. Gesprengt von der eigenen Besatzung. Dezember 1939. Die Spee hatte im Südatlantik Handelsschiffe gejagt und war in einem Gefecht mit eigentlich unterlegenen britischen Kreuzern schwer beschädigt worden. Kapitän Langsdorff weigert sich, die Besatzung in einem aussichtslosen Kampf zu opfern und befiehlt die Selbstversenkung vor Montevideo. Dann erschießt er sich. Hoch im Norden des Atlantiks führt zur selben Zeit ein einzelnes deutsches U-Boot die Verwundbarkeit der großen Schlachtschiffe vor Augen. U-47 soll mitten in den britischen Marinestützpunkt Scapa Flow vor Schottland eindringen. Die Höhle des Löwen. Kommandant Günther Prien manövriert sein Boot unbemerkt durch alle Sperren und Hindernisse. Durch sein Seerohr erkennt er die Royal Oak. Ein mächtiges Panzerschiff noch aus dem Ersten Weltkrieg. Schutzlos vor Anker. Prien gibt den Befehl zum Angriff. Doch die ersten Torpedos verfehlen ihr Ziel. Technisches Versagen. Rohr 1, Rohr 2, los! Erst der zweite Fächer trifft. Die Royal Oak sinkt in wenigen Minuten. 833 Seeleute sterben. Die Versenkung des Schlachtschiffes Royal Oak in Scapa Flow war rein militärisch gesehen relativ unbedeutend. Die Briten hatten viele Schlachtschiffe, die Royal Oak war eines der ältesten Schlachtschiffe, deswegen ist sie ja dort auch zurückgelassen worden in Scapa Flow. Aber es war natürlich ein propagandistischer Erfolg, ein Prestigeerfolg sondergleichen. In England löst er Entschlossenheit aus. Premierminister Winston Churchill muss darauf bauen, dass die für Britannien so lebenswichtigen Seewege verteidigt werden können. Immerhin verfügt die Royal Navy bei Kriegsausbruch über mehr als 20 Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Der Triumph von Scapa Flow wird in Berlin wie ein gewonnener Feldzug gefeiert. Kommandant Günther Prien ist der erste Kriegsheld des NS-Regimes. Gefeiert wie ein Popstar. Jedes Kind kennt seinen Namen. Wir haben uns durchgemogelt durch die Überwachung und waren plötzlich drin. Drin im Hafen von Scapa Flow, dem Hafen der englischen Seemacht. Wir haben uns unseren Gegner ausgesucht. Im nächsten Augenblick krachte es. Und erst wurde der Revolver getroffen und dann flog die Royal Oak in die Luft. Der Eindruck war unermesslich. Prien versenkt in nur 1,5 Jahren 31 gegnerische Schiffe und wird dadurch zu einem der erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten des Krieges. Am 7. März 1941 stirbt er mit seiner Besatzung durch Wasserbomben eines britischen Zerstörers.
Die Atlantikschlacht wird von ungleichen Gegnern geführt. Großbritannien hat durch seine Insellage eine lange maritime Tradition und als ehemaliger Marineminister kennt sich Churchill gut aus mit der Flotte. Hitler dagegen, der ehemalige Gefreite des deutschen Heeres, denkt vor allem an Feldzüge in Richtung Osten. Kriegsschiffe hält er für Geldverschwendung. Marinechef Erich Rehder hat einen schweren Stand im NS-Regime. Er träumt vom Aufbau einer großen Flotte und hofft, irgendwann ein ebenbürtiger Gegner für die Briten sein zu können. Im Gegensatz zu seinem ehrgeizigen Untergebenen Karl Dönitz setzt Rehder dabei nicht auf die U-Boote, sondern auf große, schwere Schlachtschiffe wie im Ersten Weltkrieg. Doch dazu braucht er die Unterstützung des Diktators. Hitler war immer ein Mann des Landkrieges. Das war sein Fokus. Er wollte den Weltanschauungskrieg im Osten führen. Unter diesem Konzept spielte natürlich naturgemäß der Seekrieg eine relativ geringe Rolle. Die See war ihm auch immer unheimlich, wie das sein Marineadjutant einmal ausgedrückt hat. Hitler wurde auch sehr schnell seekrank, wenn er sich auf Schiffen bewegt hat. Also das war kein Bereich, der für Hitler im Fokus stand. 14. Februar 1939. Stapellauf des Schlachtschiffs Bismarck in Hamburg. Die Kriegsmarine kündigt an, die Bismarck werde das kampfstärkste Schiff der Welt sein. Mehr als 45.000 Tonnen. Die Speziallegierung für die Panzerung nennen sie Wotan Hart. Solche Töne liebt der Diktator. Vielleicht hat Admiral Rehder ja doch recht. Vielleicht kann man mit solchen Superschiffen die Größe des neuen Deutschlands ja doch besser demonstrieren als mit Panzern und Kanonen. Zwei Wochen nach dem Stapellauf der Bismarck genehmigt Hitler einen ehrgeizigen Rüstungsplan für die Marine. Die neue große Flotte soll fertig sein bis Ende 1948. Das große deutsche Flottenprogramm nannte man den Z-Plan. Ein bemerkenswertes Vorhaben. Sie wollten mehrere Kampfgruppen aufstellen mit gewaltigen Schlachtschiffen und Flugzeugträgern. Diese Geschwader sollten sich, anders als im Ersten Weltkrieg, nicht nur auf die Nordsee beschränken, sondern nach der Eroberung Norwegens auch in den Atlantik vorstoßen. Das hätte sehr erfolgreich sein können, besonders wenn England im Pazifik gegen Japan hätte kämpfen müssen, so wie es die britischen Strategen erwarteten. Es ist gut möglich, dass die Deutschen mit ihrer neuen Flotte im Atlantik tatsächlich die Seeherrschaft hätten erkämpfen können. Der Z-Plan bleibt Papier. Nur ein einziger Flugzeugträger läuft vom Stapel, die Graf Zeppelin. Fertiggestellt wird er nie. Nach dem Kriegsausbruch im September 1939 werden alle weiteren Projekte des Z-Plans eingestellt. Nur die U-Boote stehen jetzt als effektive Waffe im Kampf gegen England bereit. 57 Boote, viel zu wenig für einen entscheidenden Sieg, aber eine Truppe voller Entschlossenheit, wie geschaffen für die Propaganda. Ja, die U-Boot-Waffe ist eine junge Waffe und sie ist eine kämpferische Waffe. Sie kämpften in vorderster Front mit vollem Einsatz und sie brachten ein sehr hohes Opfer. Das Opfer spielt in der NS-Ideologie eine ganz entscheidende Rolle. Und die U-Boot-Fahrer kämpfen sozusagen bis zum letzten Mann. Und wenn ihr U-Boot untergeht, gehen alle mit Mann und Maus unter. Das ist eine Sache, die Hitler sehr gefallen hat. Es gab da keine Überlebende. Für zusätzliche Opferbereitschaft sorgt eine historische Hypothek. Es waren Matrosen, die 1918 als Erste den Befehl verweigerten und die Revolution auslösten. Das, so schwören sich die Admiräle, darf der Marine nie wieder passieren. Die deutsche Kriegsmarine litt schon immer an einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Briten und gegenüber dem Rest der Wehrmacht. Sie glaubten, sich beweisen zu müssen, bis zum bitteren Ende. Mit dem Sieg über Frankreich im Sommer 1940 verbessert sich die deutsche Ausgangsposition erheblich. Aus ihren neuen Basen in Brest, Lorient, Saint-Nazaire und Bordeaux haben die U-Boote jetzt direkten Zugang zum Atlantik. Die kürzere Anfahrt lässt mehr Zeit für die Jagd. Deutsche U-Boote jagen den Feind. Ihre Losung heißt,
Angriff! Ran! Versenken! Der martialische Ton der Wochenschau kennt kein Mitgefühl. Die Erfolge der U-Boote bedeuten auf der anderen Seite den Tod von tausenden Matrosen der torpedierten Handelsschiffe. Die U-Boot-Männer wissen, was sie anrichten und versuchen noch, die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Einige Kommandanten nehmen sogar gegnerische Rettungsboote ins Schlepptau, bringen sie in die Häfen der französischen Atlantikküste. Der Rausch der steigenden Versenkungsziffern führt zu fatalen Illusionen. Bis Ende 1940 werden mehr als 700 gegnerische Dampfer versenkt. Selbst die schweren Kriegsschiffe der Royal Navy sind nicht sicher vor den plötzlichen Attacken der sogenannten Grauen Wölfe, wie die U-Boote von den Briten genannt werden. Rückmarsch in die Heimat. An Bord werden Wimpel gefertigt mit den Tonnagezahlen der versenkten Schiffe. Noch wird jedes heimkehrende Boot mit großem Bahnhof empfangen. An Land erwartet die Männer eine Vorzugsbehandlung, Ordensverleihungen und rauschende Feste auf requirierten französischen Schlössern und Landsitzen. Die U-Boot-Fahrer galten sicherlich schon relativ bald im Krieg als eine Elite. Eine Elite der Marine und eine Elite der Wehrmacht, zweifelsohne. Sie haben Helden hervorgebracht. Nicht von den 6 großen NS-Idolen des Jahres 41 waren 3 U-Boot-Kommandanten. U-Boot-Kommandanten wurden hochgepusht von der NS-Propaganda. Also die Rolle, die die U-Boot-Waffe gespielt hat in der Wehrmacht und der Marine, ist ganz klar offenkundig. Ob sie wirklich sozusagen politisch näher am System stehen, ist ganz schwer zu beantworten. Wir wissen es, dass die Marineführung sehr nah an der NS-Führung gestanden hat. Der Befehlshaber der U-Boote, Admiral Karl Dönitz, gilt als fanatisch und linientreu. Die Erfolge seiner Männer katapultieren ihn in die erste Reihe der prominenten NS-Militärs. Seine 2 Söhne dienen ebenfalls in der Kriegsmarine. Beide werden den Krieg nicht überleben. Dönitz erfreut sich bei seinen Untergebenen großer Beliebtheit. Vor allem, weil er für luxuriösen Landurlaub und wertvolle Geschenke zu sorgen weiß. Später im Krieg lässt der Admiral goldene Uhren verteilen, aus vormals jüdischem Besitz. Herbst 1940. Beinahe täglich greifen deutsche Flugzeuge britische Städte an. Hitler hat die geplante Invasion in Südengland abgesagt und seiner Luftwaffe den Befehl gegeben, das renitente Königreich mit Bomben zum Frieden zu zwingen. Aus Furcht vor den Angriffen schicken tausende englische Eltern ihre Kinder nach Übersee oder nach Nordafrika. Doch in den Weiten des Atlantiks lauern deutsche U-Boote. Am 17. September 1940 torpediert U-48 unter Kommandant Heinrich Bleichroth das Passagierschiff City of Benares. ...87 Kinder ertrinken. Der britische Premierminister Winston Churchill notiert später: Das Einzige, wovor ich mich im Krieg wirklich gefürchtet habe, das war die U-Boot-Gefahr. Mai 1941, Gotenhafen, Gdingen bei Danzig. Die Bismarck sticht in See zum ersten Einsatz. Auch sie soll im Atlantik Jagd auf Handelsschiffe machen. Allerdings in größerem Stil als die U-Boote. All war is psychological. And one problem... Krieg ist immer eine Sache der Psychologie.
Und in der Atlantikschlacht wurden ja immer nur einzelne Schiffe versenkt. Es gab keinen richtigen Schockeffekt. Und genau das wollte die deutsche Kriegsmarine mit ihren großen Schlachtschiffen anders machen. Die vollständige Zerstörung eines ganzen Konvois, das wäre es gewesen. Damit hätten sie die Moral der Briten wirklich schwer treffen können. Von der Ostsee aus soll die Bismarck mit dem Kreuzer Prinz Eugen möglichst unbemerkt in den Nordatlantik vorstoßen. Doch sie wird von gegnerischen Flugzeugen entdeckt. Sofort setzen die Briten schwere Einheiten in Bewegung. Westlich von Island trifft der deutsche Verband auf zwei Schlachtschiffe. Eines davon ist die HMS Hood, das Flaggschiff der Royal Navy. Genauso groß wie die Bismarck, aber 20 Jahre älter. Die Bismarck im Gefecht gefilmt von Bord der Prinz Eugen. Nach nur 6 Minuten erhält die Hood einen Volltreffer. Die Munitionskammer explodiert. Von 1418 Seeleuten überleben nur 3. Das Gefecht zwischen der Bismarck und der Hood zeigt die Schwäche der großen Überwasserschiffe. Die Bismarck wird beschädigt, zwar nicht schwer, aber doch genug, um die Mission abbrechen zu müssen. Sie waren verwundbar, vor allem, wenn sie weit entfernt vom nächsten Hafen beschädigt wurden. Operationen weit draußen im Atlantik waren sehr riskant. Die Bismarck nimmt Wasser auf, Treibstoffleitungen sind zerstört. Der verwundete Gigant trennt sich von der Prinz Eugen und läuft südwärts in Richtung Brest. Die britischen Verfolger haben den Kontakt verloren. Doch dann ermöglicht ein unvorsichtiger Funkspruch der Bismarck die erneute Ortung des deutschen Schlachtschiffes. 26. Mai 1941. Als die Bismarck von einem Flugboot gesichtet wird, ist sie schon zu nah an der rettenden französischen Küste, um sie noch mit Schiffen abzufangen. Vom Flugzeugträger Ark Royal steigen Swordfish-Torpedobomber auf. Eigentlich sind es veraltete Maschinen, langsam und ungepanzert. Doch für die Bismarck und ihre mehr als 2000 Mann Besatzung stellen sie eine tödliche Gefahr dar. Die Bismarck konnte nur wegen ihrer schwachen Luftverteidigung bezwungen werden. Sie hätte niemals diesen Torpedotreffer erhalten dürfen. Aber die deutschen 37 mm Flugabwehrgeschütze wurden noch mit der Hand geladen und feuerten sehr langsam. Hätte die Bismarck schon vollautomatische Flak gehabt, wäre es für die Swordfish-Maschinen viel schwieriger geworden. 2 Torpedos treffen. Einer den schweren Seitenpanzer, ohne großen Schaden anzurichten. Der zweite beschädigt das Ruder des Schlachtschiffs. Die Bismarck kann den Kurs in Richtung Küste nicht mehr halten. Ein Gigant von 50.000 Tonnen, gelähmt von einem Doppeldecker, dessen Flügel mit Stoff bespannt sind. Die deutschen Admiräle der Kriegsmarine, auch Räder zum Beispiel, waren vor allen Dingen geprägt durch die Welt des Ersten Weltkrieges, durch den Artilleriekampf der Schlachtschiffe, in denen das Flugzeug eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielte. Das Flugzeug war für diese Admiräle immer nur eine Hilfswaffe und die entscheidende Waffe, das sollte das Überwasserkriegsschiff sein, mit großen Kanonen, die weit schießen konnten. Nicht? Und im Zweiten Weltkrieg haben wir eine Entwicklung, in der die Kanone abgelöst wird durch das Flugzeug. Und diese Entwicklung haben die Deutschen überhaupt nicht vorausgesehen. Auf diese Entwicklung waren sie überhaupt nicht vorbereitet. Am nächsten Morgen erreichen britische Kriegsschiffe die manövrierunfähige Bismarck und eröffnen sofort das Feuer. Um 10.39 Uhr sinkt das deutsche Schlachtschiff, knapp 500 Seemeilen vom rettenden Hafen entfernt. Das Interessante ist, wenn man sich den Einsatz der Dickschiffe mal betrachtet, dass es eigentlich keine wirklich schlüssige Gesamtstrategie gegeben hat. Und die Kriegsmarine hat mit dem Einsatz dieser Schiffe immer Vabon gespielt. Sie hat immer auf den Zufall gesetzt. Und das ging 1939 noch gut. Das ging 1940 gut. Im Frühjahr 41 so gerade. Und als dann das größte und wichtigste Schlachtschiff eingesetzt wird, die Bismarck, dann ging es schief.
Das Wrack der Bismarck in 4700 Metern Tiefe. Mehr als 2000 Männer reist das Schiff mit auf den Meeresgrund. Söhne, Brüder, Väter. Hitler sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber der Kriegsmarine bestätigt. Er befiehlt, künftig jedes Risiko für die prestigeträchtigen Großkampfschiffe zu vermeiden. Die Tirpitz, das Schwesterschiff der Bismarck, muss in einem norwegischen Fjord vor Anker gehen. Gut geschützt soll sie dort nur als ständige Drohung bereitstehen. Ein Schlachtschiff, das nicht in die Schlacht darf. Sicherlich war die Tirpitz in Norwegen sowas wie eine Fleet in Being, wie der Fachmann sagt. Also sie strahlte eine Bedrohung aus und die britische Marine musste ständig schwere Kriegsschiffe einsetzen, um ihre eigenen Konvois im Nordmeer zu schützen. Das Problem war nur, dass diese Waffe auf Dauer natürlich stumpf wurde. Auch für die Soldaten mit ihrem Prestige, wenn wir die Kriegstagebücher lesen, die Leute wollten in See stechen, sie wollten kämpfen, sie wollten sich bewähren, aber man ließ sie nicht. Der Kampf gegen die britischen Versorgungslinien wird seit dem Untergang der Bismarck fast nur noch von den U-Booten geführt. Doch der Gegner ist stärker geworden, schickt seine Frachtschiffe in gesicherten Geleitzügen über den Atlantik. Dönitz reagiert mit der sogenannten Rudeltaktik. Bis zu 20 deutsche U-Boote sollen zusammengezogen werden, um den Begleitschutz der Konvois zu überwinden. Wenn wieder ein Geleitzug das kanadische Halifax verlässt, stößt er irgendwo im Atlantik auf ein einzelnes deutsches U-Boot. Das funkt Standort und Kurs des Konvois an die Seekriegsleitung. Sämtliche verfügbaren Boote werden zur vorgesehenen Angriffsposition dirigiert. Der Angriff selbst erfolgt dann meist bei Nacht, aufgetaucht, um einer Ortung durch das Sonar der Begleitzerstörer zu entgehen. Soweit die Theorie. In der Praxis können die U-Boot-Rudel immer seltener ihre Beute stellen und versenken. Oft scheint der Atlantik wie leergefegt, manchmal wochenlang. Und immer mehr U-Boote verschwinden auf rätselhafte Weise, werden vom Gegner scheinbar aus dem Nichts angegriffen. Die Seekriegsleitung ist ratlos. Gibt es einen Verräter in den eigenen Reihen? Haben die Briten ihre Strategie geändert? Was Dönitz und seine Offiziere nicht ahnen, im Mai 1941 hatte ein britischer Zerstörer beim Entern von U-110 eine der hochgeheimen deutschen Verschlüsselungsmaschinen erbeuten können. Eine Enigma zusammen mit einem Codebuch. Damit können die Briten die Funksprüche der Deutschen entschlüsseln und so die Konvois zielsicher um die U-Boote herum dirigieren. Ja, ich glaube aber, dass Enigma eines der am meisten überschätzten Kapitel des Zweiten Weltkrieges ist. Weil die Sache so lange nach dem Krieg noch geheim gehalten wurde, maß man ihr einfach zu viel Bedeutung bei. Sicher, es war hilfreich für uns zu wissen, wo die U-Boote 1941 lauerten, sodass wir die Geleitzüge an ihnen vorbeisteuern konnten. Aber die Einführung des Konvoisystems generell war doch viel wichtiger. Auch 1943 war es hilfreich zu wissen, welche Konvois angegriffen werden, um den Begleitschutz genau dort zu konzentrieren. Aber wenn wir keine Konvois und keine Eskorten gehabt hätten, zur See und in der Luft, dann hätte uns das bloße Wissen um die Standorte der U-Boote auch nicht weitergeholfen. Also, Enigma war eine große Hilfe, aber nur in Ergänzung zu anderen Faktoren, die noch entscheidender waren. Der Funkverkehr ist die Achillesferse der deutschen U-Boote. Dönitz fordert regelmäßige Lageberichte von seinen Kommandanten. Beim Senden der Berichte kann der Gegner die Boote anpeilen, mit oder ohne Enigma.
Die große Schwäche der Wolfsrudeltaktik lag im häufigen Funkverkehr. Dass wir die Funksprüche der Deutschen oft erst nach Tagen dechiffrieren konnten, war dabei nur ein Nebenaspekt. Viel wichtiger war unsere Hochfrequenzortung. Sie ermöglichte es den Geleitzug-Eskorten, die U-Boote anzupeilen. Sie wussten dann, da ist ein U-Boot. Sie wussten nicht, was es funkte, aber sie mussten nur der Peilung folgen, um das U-Boot aufzustöbern und es meist auch zu versenken. Hightech der 40er Jahre macht aus den Jägern Gejagte. Einmal aufgespürt, sind U-Boote eine leichte Beute für gegnerische Zerstörer. Rettung bietet nur rechtzeitiges Alarmtauchen. Dann aber kommen die Wasserbomben. Sie müssen ihr Ziel nicht einmal treffen. Selbst eine entfernte Explosion kann die dünne Stahlhaut der U-Boote aufreißen. Mehr als 30.000 deutsche U-Boot-Fahrer werden bis Kriegsende getötet. Mehr als 30.000 alliierte Seeleute sterben durch U-Boot-Angriffe. Im Krieg zur See ist jedes Mittel recht. Mit Methoden wie zu Piratenzeiten werden sogenannte Hilfskreuzer in die Schlacht geschickt. Alte Handelsschiffe, leicht bewaffnet, mit Holzaufbauten getarnt als Dampfer neutraler Nationen. Bilder vom Einsatz der Atlantis im Südatlantik. Unter falscher Flagge soll sie sich an gegnerische Schiffe heranschleichen. Die Mannschaft hat allerlei Theaterrequisiten an Bord, um sich möglichst glaubwürdig zu verkleiden. Erst wenn die Beute in Schussweite ist, lassen die Hilfskreuzer ihre Tarnung fallen. In entlegenen Seegebieten haben die überrumpelten Gegner meist keine Chance. Aus London heißt es, die Deutschen handeln gegen geltendes Seerecht. Die Kriegführung der Hilfskreuzer war nicht illegal, sie war vom Seekriegsrecht gedeckt. Man musste allerdings beachten, dass die Hilfskreuzer, bevor sie ein feindliches Handelsschiff angriffen, die eigene Kriegsflagge zeigten. Das haben sie auch gemacht. Sie haben sich dann auch eingesetzt für das Überleben der Besatzung, der feindlichen Besatzung. Und zuvor hat also die Hilfskreuzerkriegführung nicht gegen das geltende Seekriegsrecht verstoßen. Die Hilfskreuzer sind Wölfe im Schafspelz, denen ein Hauch Freibeutertum und Romantik anhaftet. Nur selten gibt es Tote beim Einsatz. Meist werden die Besatzungen der versenkten Schiffe an Bord genommen. Szenen auf der Atlantis. Die Passagiere dürfen sich frei bewegen. Dank ihrer guten Tarnung sind die Hilfskreuzer nur schwer zu bekämpfen. Dann aber, nach der Versenkung eines ägyptischen Passagierschiffs, wird ein amerikanischer Journalist samt seiner Kamera an Bord der Atlantis genommen. Seine Bilder geraten in die Presse. Jetzt weiß der Gegner, wie die Atlantis aussieht. Im November 1941 wird sie von einem britischen Kreuzer gestellt und so schwer beschädigt, dass Kommandant Rogge die Selbstversenkung befiehlt. Die Hilfskreuzer waren vor allem psychologische Waffen. Sie tauchten wie aus dem Nichts auf und versenkten Handelsschiffe. Die Seeleute fühlten sich nicht mehr sicher. Und Kreuzergeschwader mussten ausgeschickt werden, um die Hilfskreuzer zu jagen. Sie richteten nicht viel Schaden an, sorgten aber für große Unruhe und banden unverhältnismäßig starke Kräfte. 9 deutsche Hilfskreuzer versenken mehr als 800.000 Tonnen alliierten Schiffsraums. Nebenbei versorgen sie U-Boote mit Treibstoff und verunsichern den Gegner. Kein Wunder, dass sie von der britischen Presse gebrandmarkt werden als kriminelle Piraten.
Wenn einer deine Schiffe versenkt, ist er für dich natürlich ein Pirat. Und das ist ja auch ein guter Propagandabegriff. Aber eigentlich verdienen doch eher die U-Boote den Begriff Piraten. 7. Dezember 1941. Japanische Flugzeuge überfallen den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor. Der Kriegsausbruch im Pazifik hat weitreichende Folgen für die Atlantikschlacht. 4 Tage später folgt Hitlers Kriegserklärung an die USA. Dönitz hatte dazu gedrängt. Er plant einen Überraschungsschlag gegen den neuen, unvorbereiteten Gegner, die Operation Paukenschlag. Von ihren Stützpunkten in Frankreich aus fahren 5 deutsche Langstrecken-U-Boote vom Typ 9 direkt vor die US-Küste. Hier treffen sie nicht auf schwer gesicherte Konvois, sondern nur auf ahnungslose Handelskapitäne. Es ist der letzte große Erfolg der U-Boote. Allein die erste Welle der Operation Paukenschlag kostet die USA 25 Schiffe. Nach einem halben Jahr sind es fast 400. 2 Millionen Tonnen Schiffsraum. 5.000 Tote. In den USA sorgt die Operation Paukenschlag für größere Verunsicherung als Pearl Harbor. Die U-Boote liegen vor Long Island, New York und versenken Dampfer auf dem Mississippi. Die US Navy scheint überfordert, versenkt während der gesamten deutschen Offensive nur 7 U-Boote. Operation Paukenschlag ist ein Grund dafür, dass Hitler den USA überhaupt den Krieg erklärt. Die Kriegsmarine hat gesagt, da ist dieser ganze Schiffsverkehr, den können wir uns leicht holen. Die Amerikaner waren sträflich unvorbereitet. So gesehen war es wirklich ein atlantisches Pearl Harbor. Noch einmal kann Dönitz den Empfang siegreicher Boote inszenieren lassen. Die Wochenschau ist da. Ritterkreuze werden verteilt. Die Operation Paukenschlag sorgt dafür, dass die großen Überwasserschiffe endgültig ins Hintertreffen geraten. Hitler vertraut in Sachen Seekrieg nur noch auf die U-Boote. Dönitz' Stern steht im Zenit. Für seine Kommandanten gibt er eine neue Weisung aus. Hart sein. Daran denken, dass der Feind bei seinen Bombenangriffen auf Frauen und Kinder keine Rücksicht nimmt. Karl Dönitz wird befördert zum Großadmiral und gleichzeitig zum Befehlshaber der gesamten Kriegsmarine ernannt. Seinen Vorgänger, Erich Raeder, schiebt Hitler auf einen Beraterposten ab. Die neue Stellung nutzt Dönitz zur drastischen Erhöhung der U-Boot-Produktion. 200 Boote sind frontklar im Januar 1943, in einem Jahr sollen es doppelt so viele sein. Vor allem die Bootstypen 7 und 9, beide atlantiktauglich, sollen vermehrt vom Stapel laufen. Für die Steigerung ist jedes Mittel recht. Auch die Ausbeutung von Zehntausenden Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen, die Rüstungsminister Albert Speer zur Verfügung stellt. Abertausende Tonnen Stahl für neue Boote und Beton für neue Bunker werden von den Häftlingen verbaut. Auch die U-Boot-Waffe wird so verstrickt ins System der NS-Sklavenarbeit. Bedenken oder Skrupel auf Seiten der U-Boot-Führung gibt es keine. Hauptsache, die neuen Anlagen werden rechtzeitig fertig. Doch trotz aller Anstrengungen, der Rüstungswettlauf mit den Alliierten ist schon verloren. Let's remember
Auf der anderen Seite des Atlantiks wird die US-Industrie auf die Herstellung von Rüstungsgütern umgestellt. Anders als in Deutschland arbeiten hier keine Sklaven, sondern motivierte Bürger für ihr Land. Gegen die großen Ressourcen der USA gerät die deutsche Rüstung binnen weniger Monate hoffnungslos ins Hintertreffen. US-Präsident Roosevelt ruft ein beispielloses Schiffsbauprogramm ins Leben, um England und später auch die Sowjetunion mit Kriegsmaterial zu unterstützen. Liberty Ships heißen die massenhaft gebauten Frachter. Schiffe der Freiheit. Bauzeit 4 Tage. Bis zu 100 Liberty Ships pro Monat laufen vom Stapel. Die Atlantikschlacht wird nicht durch strategische Schachzüge entschieden, sondern vor allem durch nüchterne Zahlen. Mehr Waffen, mehr Schiffsraum, mehr Soldaten. Gegen immer größere Konvois mit starkem Begleitschutz können die U-Boote immer weniger ausrichten. Seit März 1943 gelingt es den Alliierten mit Flugzeugträgern und Langstreckenbombern, den gesamten Luftraum über den Konvoirouten zu sichern. Für die U-Boote eine tödliche Gefahr. Ein U-Boot ist sehr verwundbar, wenn es aufgetaucht ist. Aus der Luft sind sie ziemlich gut zu erkennen, ob mit bloßem Auge oder mit Radar. Und um längere Strecken zurückzulegen, mussten die U-Boote nun mal aufgetaucht fahren. Getaucht war das damals noch nicht möglich. Die Batterien waren zu schwach. Ein Großteil ihres Einsatzes waren sie also über Wasser. Mit den richtigen Waffen, den richtigen Ortungsgeräten und der richtigen Strategie wurden die Flugzeuge deshalb ab 1943 zum gefährlichsten U-Boot-Jäger überhaupt. Allein im Mai 1943 werden 41 deutsche U-Boote von den Alliierten versenkt. 20% der einsatzfähigen Boote. Mit erfahrenen Kommandanten und Besatzungen. Nur wenige haben das Glück, ihr Boot lebend verlassen zu können und in Gefangenschaft zu gehen. Für mehr als 70% aller U-Boot-Fahrer wird ihr Schiff zum stählernen Sarg. Angesichts der hohen Verluste sieht sich Dönitz gezwungen, alle U-Boote vorläufig zurückzurufen. Von der Industrie fordert er leistungsfähigere Modelle sowie den neuen Typ 21, an dem seit Sommer 43 fieberhaft gearbeitet wird. Anders als alle anderen Boote seiner Zeit kann der Typ 21 tagelang getaucht fahren. Und das mit 17 Knoten, etwa doppelt so schnell wie die Konvois. Dönitz hofft mit dieser Wunderwaffe, die Atlantikschlacht doch noch gewinnen zu können. Ja, wenn es Deutschland gelungen wäre, den Typ 21 früher einzusetzen, hätte er sicher eine neue Offensive gegen die Geleitzüge möglich gemacht. Vor allem seine hohe Unterwassergeschwindigkeit hätte große Vorteile gebracht. Die meist eher langsamen Begleitschiffe hätten die neuen Boote kaum noch orten oder verfolgen können. Andererseits war das System der alliierten Eskorten damals schon so ausgefeilt, dass man eine sehr große Zahl an neuen Booten gebraucht hätte, um die Konvois ernsthaft zu gefährden. For this pretty solid convoy system to have been seriously dented. Im Juli 1943 beginnt der Sturm auf Hitlers sogenannte Festung Europa.
Zuerst in Sizilien, auf dem italienischen Festland, ein Jahr später in der Normandie in Frankreich. Gegenwehr durch die deutsche Kriegsmarine gibt es kaum noch. Wenn Sie die Tagebücher der Leute, der Kriegsmarine-Leute sehen, es stapelten sich auf den Booten und Schiffen der Kriegsmarine zuhauf Befehle, bis zum Letzten zu kämpfen, fanatisch zu kämpfen, die vermeintliche Entscheidungsschlacht einer Landung zu deutschen Gunsten zu wenden. Als dann die Landung kommt, ist man völlig ohnmächtig. Und das Einzige, was die deutschen Seeleute noch tun können, ist, um mit den Worten Räders zu sprechen, mit Anstand zu sterben. Das letzte Aufgebot sind sogenannte Kleinstkampfmittel. Sprengstoffboote, Himmelfahrtskommandos. Volkssturm zur See. Vor Beginn der Besichtigung sagte der Großadmiral zu seinen Männern: Seit ihr an der Invasionsfront dem Feinde in härtestem Einsatz große Verluste zugefügt habt, schaut das deutsche Volk voller Hoffnung auf euch, Männer der Kampfmittel. Bemannte Torpedos sollen die Übermacht der alliierten Seestreitkräfte brechen. Improvisierte Billigwaffen, kaum getestet. Die deutsche Seekriegsleitung hofft, dass die kleinen Boote kaum zu orten sind. Wenn sie treffen, geht die menschenverachtende Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Wenn nicht, bleibt der Verlust gering. Die Freiwilligen der Mini-U-Boote erzielen tatsächlich eine Handvoll Erfolge, wie in dieser Rekonstruktion. Ein Kreuzer und ein Zerstörer werden versenkt. Doch die meisten Einsätze verfehlen ihr Ziel und enden mit Totalverlust. Die Ein-Mann-Torpedos und die Sprengboote sind Symptome großer Verzweiflung. Letzte aussichtslose Versuche, die großen Landeoperationen der Alliierten irgendwie noch abzuwehren. Diese Waffen waren für ihre eigenen Besatzungen mindestens so gefährlich wie für den Feind. Sie symbolisieren die ganze verzweifelte Lage der Deutschen. And it's just a sign of how desperate Germany's situation had become. Während die Kriegsmarine 1945 mit der Rettung hunderttausender Flüchtlinge aus Ostpreußen ihr vielleicht sinnvollstes Unternehmen ausführt, rekrutiert Großadmiral Dönitz tausende Jugendliche für den sogenannten Endkampf. Sinnlose Menschenopfer. Die Atlantikschlacht ist längst entschieden. Deutschlands Schlachtschiffe wie die Tirpitz finden ein unrühmliches Ende als Massengrab. Erbeutete U-Boote werden von den Siegern als Trophäe vorgeführt, wie im alten Rom. Was bleibt von den wahnhaften Seemachtträumen der Nazis, sind nur Trümmer und Trauer. Im Ersten Weltkrieg war es die Marine, die am Ende nicht mehr sinnlos weiterkämpfen wollte und für einen raschen Frieden streikte. 1945 sah das anders aus. Unter Führung des Großadmirals Dönitz wurde bis zum Untergang gekämpft und ohne Sinn gestorben. Eine Schande. Hier bei uns im ZDF geht es am Dienstagabend weiter mit bewegender und spannender Geschichte. Eine neue, aufschlussreiche, überraschende Erklärung für die vielen Opfer, die der Angriff auf die Zwillingstürme des World Trade Centers gefordert hat. Ein Film zum 11. September, am 11. September. Bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History, Reporter an der Front. Bilder vom Krieg. Gedreht unter Lebensgefahr. Kameraleute an der Seite der Soldaten. Mitten im Kampfgeschehen.